der Sieg an sich ist mir persönlich sehr wichtig, weil das gestern alles andere als gut lief für uns. Wir haben uns das natürlich alles anders vorgestellt und wollten alle in das Finale. Das haben wir nicht geschafft und deswegen gab es heute eine Gutmachung oder eine Wiedergutmachung. Und ich finde, das haben wir sehr, sehr gut gemacht über die 16 Minuten und deswegen können wir zufrieden sein. Einerseits haben wir viele verworfen, darunter 4 freie 7 Meter. Dann haben wir auch von der Paradenanzahl weniger. Das ist alles so eine Kombination, was die kleine Sachen ausmachen und deswegen hat es fürs Finale gereicht. Und das hat heute gepasst und deswegen haben wir den verdient gewonnen. Ich glaube, die Köpfe waren immer noch nicht frei. Also meiner ist immer noch nicht frei. Das ist so, du kämpfst die ganze Zeit mit dir selber und haderst, warum das so lief. Aber da gilt es einfach, den Kopf auszuschalten und das alles über Kampf zu machen. Und das ist uns heute sehr gut gelungen. Ja, definitiv. Aber das war natürlich auch mit unserer Leistung in Kombination. Da kamen dann 1-2 Paraden oder... Der Schägi hat da ganz gut gehalten am Schluss, hat die Stimmung mitgenommen. Wir haben das Tempo gemacht und so ist die Halle dann ins Kochen gekommen. Und das war das, was wir gestern nicht geschafft haben. Also mir persönlich geht es sehr gut. Ich kann da jetzt nicht für jeden, glaube ich, sprechen. Das ist auch immer positionbezogen. Aber wir sind die Belastung gewohnt durch die ganze Saison und deswegen kann man das schon eher wegstecken. Ich denke, man kann schon ein bisschen feiern, einfach auch, weil es jetzt eine lange Zeit war. Aber zu viel muss man auch aufpassen, weil klar, Mittwoch ist das nächste Spiel. Wir haben jetzt noch eine Heimreise und da haben jetzt 2 Spiele in den Knochen. Da muss man schon gucken, dass man da die Balance findet.